So, Freunde, willkommen zum zweiten Tag des Bonus-Booster-Turniers. Alle Boni fügen einen Angriffsmultiplikator hinzu. 5 Sterne, blau ist gesperrt. Wir werden den nächsten Krieg einen 29er-Krieg wieder haben, weil wir haben den Fehler wieder gemacht und haben den Leuten erlaubt, kleine Titanen außerhalb der Kriege zu jagen. Und natürlich sind wir wieder aufs Maul gefallen und das hat wieder jemand nicht rechtzeitig zurückgeschafft. Ja. Also, die Leute, die wollen alle immer, ja, die wollen immer, dann machst du das. Aber dann kommt immer sowas. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ja. Gucken wir mal auf die Defensive. Auf D. Oh, wir waren auf dem ganz soliden E mit 0 zu 5. Dann 3 zu 5, okay, dann haben wir wieder, okay. Ah ja. Gucken wir mal. Also Ursena scheint nicht so abschreckend zu sein anscheinend. Komplett rot gegen Fito. Sombras de Guerra. Okay. Ja, dann rot nehmen wir da jetzt nicht unbedingt dann mit. Würde da dann tatsächlich mein lila Team wieder nehmen. Der Doktor ist auch schnell. Den kann ich noch nicht gut mit dem Panther zusammen kombinieren, weil die sind nicht gleichzeitig geladen. Und das ist ja der Clou dabei. Deswegen bleiben wir dabei, dass wir Panther und Cage nehmen. Das haut von den Mana-Truppen her super hin. Wenn wir irgendwann mal zwei 30er oder eine 30er und eine 29er haben, dann können wir auch Panther und den Doktor zusammenpacken. Ne? Das ist dann auch mal eine ganz, ganz nette Sache. Wen nehmen wir denn dann noch? Ich würde eigentlich, weißt du was, ich nehme auch mal Inari mit. Dann noch jemanden, der hittet, das wäre dann Boreos. So, Inari ist praktisch so ein bisschen unser zweiter Heiler in dem Fall. Ja, versuchen wir es mal. Ich habe sie ja nicht umsonst implementiert. Irgendwann muss sie auch mal ihre Chancen kriegen, ne? So, das mal so. Muss mich ja hier langsam ranpirschen. Okay, das war jetzt nicht mehr ganz so langsam, das war eher ein bisschen forsch, aber gut. Oder so. Ach guck mal, Rigard ist direkt schon weg, ey. Das ist ja echt Bombe. Ja, Rigard ist weg. Wow. Dodgen, bitte. Dodgen. Ach, Mann. Was ist das denn schon wieder für eine Kacke? Ich will nur, dass ihr dodgt. Wo ist das? Wo ist euer Scheißproblem? Einfach mal zu dodgen. Ja. Was soll ich da machen? Geil. Denn das Team ist ja noch nicht mal gut gewesen da von ihm. Ja? Also ich meine, es war Sturmfang drin. Das war ein scheiß Sturmfang drin. Ach, und es lag ja noch nicht mal an Inari oder so. Jetzt sind hier 2-4 Sterne drin, ja? Es wird immer schlimmer. Das sind jetzt 2-4 Sterne hier drin. Also selbst wenn wir Vivica mitgenommen hätten, das hätte auch nichts gebracht, weil die wäre auch draufgegangen. Aber jetzt nehmen wir mal Vivica mit. Boni-Entfernung, ne? Gegenschlag, das. So kriegen wir zumindest unseren Lila-Diamanten.
So, der hilft ja schon mal. Killen mal Elena. Es darf doch nicht wahr sein. Darf doch nicht wahr sein. So, müssen uns ja jetzt an den gelben hochziehen, weil wir haben ja jetzt urplötzlich kein Leader mehr. Wir haben ja unsere Leader-Steine verballert. So. Das ist das Gute daran, das kriegen wir jetzt mit Vivica weg. Zumindest deren geteilten Schaden, alles. So, du kannst ausweichen, das heißt, ach, du kannst auch ausweichen. Dann gehen wir mal hier auf ihn. Gut. Holen wir uns den einen gelben hier. Ja, okay, wunderbar. Heilen nochmal. Machen wir natürlich nicht so viel Schaden. Bam. Muss das sein? Irgendwas nochmal mit Cage. Ach je. Ach je. Ich kann doch nicht mal sagen, dass die Gegner zu stark waren oder sowas, ne? Der erste war ja in Ordnung. Auch wenn wir da verkackt haben, aber er war in Ordnung. So, hier würde ich trotz Ursena einfach mal vielleicht gelb versuchen. Wir haben Panther und Cage, die bleiben. Ja, eigentlich bleibt das Team dann so tatsächlich. Wir können mit Vivica. Kann man mit Vivica in Siboney entfernt den gelben Reflekt wegmachen von Ursena? Geht das? Habe ich noch nie probiert. Wäre mal eine Überlegung, das mal jetzt auszutesten. Ja, wir holen die blauen da zusammen. Kommt, hier haben wir lila. Ich kann die gelben nehmen. Der lilane hier hin, aber das bringt mir so gar nichts, ne? Der lila ist dann da, der rote ist da. Da muss schon was Gelbes kommen, damit wir ein Folgematch haben. Das ist, das so hinhaut, relativ fragwürdig. Ich glaube, der Ritter wird uns einfach zerstören. Weil ich die spiele, setzen sich grün, blau und rot hier hin. Kann immer noch das Match machen. Warte. Jetzt kann ich das Match nicht mehr machen. Das war's mit diesem Match. Okay. Jetzt geht uns hier der Arsch auf Grundeis. Komm. Ach komm. Es ist einfach so doof. Es ist so doof. Die Grünen weg. Jetzt wäre es halt mal interessant zu sehen, ne? Ob Vivica das. Achso, Vivica wird wahrscheinlich jetzt sterben. Ah, nee.
So, kann sie das jetzt wegnehmen, das Reflektieren? Eigentlich nicht, ne? Nee. Hab mir gedacht. Naja, war ein Versuch wert. Haben wir natürlich den Death Down drauf, ne? Das ist auch sehr schön. Das ist auch sehr toll. Ja, diese Combo war ja gar nicht mal so schlecht. Aber ich werde das trotzdem machen, weil ich wollte heilen. Ich wollte eigentlich wollte ich heilen. Die Minions wegmachen, da. Jetzt den hier machen. Fuck. Ach Mann, ey. Ich hatte gedacht, dass vielleicht die Steine da die Minions dann killen. Ach, das ist schon wieder so doof. Es läuft so doof wieder. Weißt du, ich wollte mich ja wieder mal nicht aufregen. Ja, ich wollte wirklich mich nicht aufregen. Aber dieses Spiel schafft es doch immer wieder. Wirklich. Jedes gottverdammte Mal. Ah, dann warten wir auf die gelben, ohne Witz, die gehen mir am Sack. Eigentlich gehen mir die Lila dann auch am Sack. Es läuft nicht mit Lila. Geht nur Scheiße. Wenn wir gegen Rot spielen, was sollen wir anderes machen? Blau können wir nicht. Grün ist schwach. Das bleibt nur gelb oder lila. Und mit Rot gegen Rot habe ich auch keinen Bock zu spielen irgendwie. Versuchen wir mal das Team. Nehmen Onatel mal mit. Dich nehme ich jetzt mal mit zum Blocken. Obwohl, brauchen wir dich zum Blocken? Ach, scheiß auf den Gegenschlag. Nehmen einfach dann mal zwei Lilane mit. Aber Panther und Cage haben irgendwie verschissen. Nehmen Seeschall mit. Und den Dicken nehmen wir mit. So, ne, der Dicke passt von den Mana-Truppen her nicht, ja. Drei mittlere, das kann ich mir hier noch nicht leisten. Dann nutzen wir mal das Blocken nochmal. Vielleicht können wir. Wen sollen wir da großartig? Wir können Sif blocken, ja super. Wir können Grasul blocken. Sonst muss er nicht großartig jemanden blocken. Ach komm, was soll's. Ach, hey. Oder so. Na klar. Die kann ja auch ausweichen, ne? Deswegen werde ich einen Teufel tun und da jetzt drauf spielen. Das Ding ist ja auch, ich mache ja Safety First. Ich nehme zwei Heiler mit. Ich kann trotzdem nicht auslösen. So, jetzt ist das Ding. Was mache ich mit dir? Sollen wir das Risiko eingehen? Wir haben hier einen lila Stein. Weißt du was? Ich gehe. Warte noch mit Seisha tatsächlich. Ich habe es nämlich irgendwie geahnt. Ich habe es irgendwie geahnt, dass irgendwas kommt, wo dann wieder so eine Combo ist. So, jetzt pass mal auf. Im Optimalfall weicht sie aus und wir nehmen die Boni. Dann kriegen wir nämlich keinen Schaden. Aber das wäre jetzt eigentlich der Optimalfall. Aber Umgang, okay, das ist so. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. War ja noch besser als alles andere. Ach,
Ja, guck mal, das ist doch so doof, jetzt mal ganz ehrlich. Es ist einfach so doof. Dieser Gegner, ja, sollte prinzipiell schwerer sein als einer, der zwei vier Sterne drin hat oder ein vier Sterne oder sonst was. Es sollte prinzipiell schwieriger sein. Ich kann das nicht leiden, wenn du so abhängig bist von dem Board, weißt du? Ah. Aber das ist ja so eine Never-Ending Story. Wir gehen erstmal auf Elena. Weil da jetzt gut die Steine drunter haben. Nein, nicht so viel in Asla rein. So, jetzt ist die Frage, wir blockieren seinen Burn, weil der ist, den können wir nicht clean. Der ist scheiße. Okay, oder wir killen ihn einfach. Das geht natürlich auch. Dann gehen wir hier rüber. Das sollte für Elena reichen, wenn sie getroffen wird. Vielleicht nicht, okay. Dann eben nicht. Wie viel hast du denn noch? Zwei. Drei. So, sie belebt sich jetzt wieder? Nee, doch nicht. Okay. Okay. So, was tun wir jetzt? Wir brauchen Gelb und Lila. Wir haben nichts. Wir gucken mal, ob hier Gelb zusammenkommt. Ja, tatsächlich passiert das sogar. So, gelb, reicht das? Okay. Wir kümmern uns aber erstmal um Lepiota. Gut. Dürfte sie nicht machen, genau. Delilah ist das Ziel der Begierde. Ach, weißt du, kann ich mich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich drüber freuen über diese Siege. Es ist halt einfach, ich weiß nicht. Ja, gegen den kannst du verlieren, ja, das lassen wir jetzt mal so aus vorstellen. Aber hier, da habe ich nie im Leben gegen verlieren, theoretisch. Aber dann, weißt du, das waren hier die zwei, aber dann gegen solche und solche, dann zu gewinnen, ja. Ist halt einfach, du bist halt sowas von dem Board abhängig. Gut, das war auch nichts. Jetzt gehen wir ein bisschen farmen. Haben wir hier irgendwas? Das können wir machen. Gut. Titan haben wir nicht. Angebote jucken uns auch nicht. Ach so, ich habe durch die Münzen bei Atlantis Rising eine Beschwörung hier gemacht. Deswegen eins von 10 war Renfeld. Ja, für eine Beschwörung mache ich kein Video oder sowas. Das habe ich so zwischendurch mal weggehauen. Hier brauche ich auch keinen unbedingt, ja. Also der einzige Held, der mich hier interessieren würde, wäre noch Mizuko oder Poseidon, aber dafür, da beschwöre ich nicht. Vielleicht kommen die irgendwann mal so. Heldenakademie und so, weißt du. Gut. Was haben wir hier? Sammel Nahrung, dichter Nebel, begrüßt. Ja, das können wir noch machen. Hallo. Hallo. Einmal begrüßt, fertig. Gut. Alles klar, Freunde. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Morgen mit dem dritten Tag und dann auch zeitnah mit dem Krieg. Ja, ich bin gespannt, wer jetzt unser Gegner ist. Da gucke ich jetzt mal nach. Und wir sehen uns am Morgen. Macht's gut. Ciao.